wieder auf einem Mitgliederparteitag wichtige Wahlen in der bayerischen AfD abhalten. Das war bekanntlich vor einigen Monaten nicht so. Da hat sich ein militärbündender Kreis, von denen der AfD eher ein Geschäftsmodell geworden ist, auch mit den Stimmen ihrer abhängigen Beschäftigten ins deutsche Parlament fragen lassen. Was davon zu halten ist, habe ich vor einigen Monaten erzählt. Aber auch nicht schwamm drüber. Das darf sich in der bayerischen AfD nie mehr wiederholen. Nie mehr Delegiertenparteitage. Kurz von mir, wer mich noch nicht kennt. Mein Name ist Georg Kopp, Jahrgang 1950, gelernter Kaufmann, studierter Betriebswirt, seit über 30 Jahren freiberuflich als Unternehmensberater tätig, vorwiegend für kleine und mittelständische Unternehmen. 3 erwachsene Kinder, diverse Enkelkinder, denen fühle ich mich verpflichtet. Ich bin seit April 2013 in der AfD zweimal in den Landesvorstand gewählt worden, zweimal Bundestagsdirektkandidat 2017 mit dem besten Ergebnis von Ober- und Unterfranken herausgegangen, amtierender Kreisvorsitzender, Kreisverbandes Kulmbach und noch diverse andere gehabte, innegehabte Ämter, die ich euch in der Aufzählung erspare. Wie üblich will ich euch nicht mit unstrittigen inhaltlichen Aussagen langweilen, das überlasse ich gerne anderen, aber einiges doch an späterer Stelle. Warum sollten Sie ausgerechnet mich wieder in den Landesvorstand wählen? Weil ich schon zweimal drin war und weiß, wem und was man dort, wenn notwendig, entgegentreten muss, damit unsere Wahlergebnisse nicht noch schlechter werden, als sie es jetzt schon sind. Damit all die in den vergangenen Wahlperioden mehrheitlich beschiedenen Fehlentscheidungen und Schmutzeleien nicht wieder passieren, bewerbe ich mich hiermit für einen Platz im neuen Landesvorstand. Und Sie können sicher sein, dass ich niemals aus ideologischen Gründen Mitglieder verfolge bzw. Ordnungsmaßnahmen unterstütze. Das, was da immer wieder passiert bzw. angestrebt wird, war aus meiner Sicht nichts anderes als der Missbrauch von Ordnungsmaßnahmen. Und natürlich verbunden mit der Vergewaltigung der Mitgliedschaft. Und weil man im selbst aufgebauten Popanz einer Verfassungsschutz-Gespensterbrigade keine Mauern aufdecken darf. Ich will in den neuen Landesvorstand, um solchen Leuten, wohlgemeint Mitgliedern, wirksam entgegentreten zu können, die weiß, ob der miserablen Ergebnisse in den Städten nun die AfD Bayern am liebsten als Partei der Dorftrottel bezeichnen. Das ist passiert. Wenn auch in Fragestellung. Da wird sogar unser Martin Böhm, der gestern fulminant in den Landesvorstand gewählt worden ist, als nur in Provinzkäffern vermittelbar bezeichnet. Wer der Herr, der Name ist bekannt, Sie sind überhaupt nicht vermittelbar. Bestenfalls als bezahlter Lakai eines Mandatsträgers. Die AfD, besonders die westliche, macht zunehmend alles falsch oder vieles. Sie wendet sich gerne an das sogenannte aufgeklärte konservativ-liberale Publikum. Das gibt es längst nicht mehr. Im Übrigen ist das ein Widerspruch in sich. Konservativ und liberal geht nicht. Ein besonders schlauer Marketingstratege in der neuen bayerischen Fraktionsführung hat kürzlich getönt, die bayerische AfD müsse bayerischer werden. Um Himmels Willen. Was meint er damit? Etwa oberbayerischer, da wo er herkommt und wo wir mit 7% und 4,2% minus besonders schlecht abgeschnitten haben? Oder meint er gar münchnerischer, wo wir mit bis zu 40-50% unsere Stimmen verloren haben? Nein. Wenn schon im Provinziellen verharrt werden soll, dann müsste die bayerische AfD niederbayerischer werden oder oberfränkischer oder unterfränkischer. Dort, wo die besten Ergebnisse und die geringsten Stimmenverluste zu verzeichnen waren. Nein, die bayerische AfD muss und darf nicht bayerischer werden oder fränkischer oder was auch immer. Das ist alles provinzieller Quatsch. Sie muss endlich ehrlicher werden, ehrlicher zu sich selbst und ehrlich zu denjenigen stehen, von denen sie weit mehrheitlich gewählt wird. Unsere Wähler, jetzig und die zukünftigen, sind die sogenannten einfachen Leute, Arbeiter, Angestellte, Handwerker, auch Rentner, zunehmend auch Armutsrentner und natürlich auch die Arbeitslosen. Alle diejenigen, die jetzt schon oder demnächst kaum mehr ihre Miete, ihre Stromrechnung und ihren Sprit bezahlen werden können. Um die haben wir uns zu kümmern. Wir müssen
schnellstmöglichst zur Kümmererpartei werden. Wie man das macht, zeigen uns unsere Verbände in den neuen Ländern. Dort, wo Wahlen für uns zumindest nicht verloren, oft aber auch gewonnen werden. Man kann es auch anders nennen. Es bleibt aber richtig. Ex-Oriente Lux. Unverändert. Und der solidarische Patriotismus ist das Zauberwort. Auch den kann man anders nennen. Es gibt noch einen dritten Grund, warum Sie mich zum dritten Mal in den Landesvorstand wählen sollen. Da muss einiges an Scherben zusammengeklärt werden, die der Letzte verursacht hat. Und dazu braucht es die alten Schlachtrösser. Und nun wählt mal schön, vorzugsweise mich. Vielen Dank. So, wer noch sein Kärtchen für Fragen einwerfen will, hat jetzt noch die Gelegenheit dazu. Ja, ja.